So, willkommen zurück bei meinem Let's Play. Ah, wir sind jetzt gerade in der Höhle und wir haben noch ein Campfire gemacht. Na toll. Ah, wir essen die Hasen von gestern. Und die Karotten von vorgestern. Ich finde das widerlich. Und wir sehen, da ist ein Skelett. Und ein Sapling. Wieso wächst da unten ein Sapling? Wir sind doch in einer Höhle. Kann das sein? Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist das Seil hin? Oh, Gott sei Dank, das ist da. Uff. Wir haben eine Höhle gefunden. Wir sind hineingekrochen. Das war nicht sehr klug von uns. Ich bin mir nicht sicher. Oder vielleicht war es klug von uns. Na toll. Was heißt da? Da gibt es jetzt auch kein Campfire. Hallo? Was für ein Campfire bitte? Na super. Jetzt haben wir unser ganzes Holz verbraucht. Naja, immerhin haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz. Nein, ach Gott, jetzt geht er wieder da rein. Ach Gott, das ist ja wohl unfassbar. Hörst du auf damit, ständig da hin und her zu rennen? Ich will nicht da runter. Wer weiß, wie lange ich da rauf und runter brauche. Gut. So, da waren wir noch nicht offensichtlich. Wo sind wir hier? Okay. Da geht's runter. So, na gut. Hey, da ist noch sowas. Was ist das? Jump in Wormhole. Also wenn ich nicht wüsste, dass das okay ist, dass man da reinspringt, würde ich nicht reinspringen. Wo sind wir hingekommen? Das war nicht ganz normal. Das denke ich mir. Ah, da sind wir hier. Da sind unsere Fallen. Ja, dann gehen wir doch mal gleich in die Richtung unserer Fallen. So den kleinen, mach den großen toll. Machen wir ein bisschen Holz für die nächste Nacht. Ja, wir haben sogar die Asche in die Hand genommen, na super. Achso, vielleicht können wir die Asche auch zum Dingen verwenden. Sollte man alles in Erwägung ziehen. Wer weiß, wer weiß. Gut, ja, das müssen wir auf jeden Fall gleich mal auf. Hey, was ist das? Pick a box thing. Was kann das? This may control the polarity of the whole was? Universe. Ja, oder ist es einfach nur doof? Was ist das? Hey, ein Gartenzwerg. It must be some kind of religious artifact. Nicht ganz unrecht hat er da. Den Gartenzwerg lassen wir hier. Wer weiß, wozu wir es brauchen. Da ist Wand. Wow, das ist ja cool. Und da ist wieder ein Weg. Das ist gut, wir folgen mal den Weg. Das sollte uns eigentlich dorthin bringen, wo wir unsere Fallen aufgestellt haben. Ich habe eh wieder Hunger. Da waren wir schon mal. Ha, Fallen. Das Kaninchen.
Asche und Tschüss Asche. Ich weiß nicht, ob ich die brauchen kann. Ich weiß, dass du das nicht tragen kannst. Du sollst es ja auch setzen. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Hört ihr das? Oder hört das nur ich? Das gefällt mir nicht. Naja, meine geistige Gesundheit geht auch langsam den Bach runter. Ich sehe gerade, dass ich Sachen höre. Vielleicht sollten wir wirklich hier einen Dings machen. Hilfe, 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 was ist denn das? Na gut, dann machen wir mal Attack, oder wie? So machen wir Attack. Das war aber nicht gut. Pickup Monster Meat. Ich bin froh, dass ich diese Pickaxe in der Hand hatte. Das war aber nicht nett. Ich dachte, diese Hunde kommen erst viel später. Ich bin so arm. Na okay. Ihr habt mich überzeugt. Ich mache hier ein Lager. Ist das gut? Ja, wir haben die Steine relativ in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, was gut ist und was nicht gut ist. Wir haben da Holz, wir haben da Steine. Ach ja, machen wir hier das große Lager und aus. Ich brauche die Science Machine. Hinten auf dem Weg. So ist es gut. So, das soll jetzt nicht mal auf. Der Braten ist noch relativ gut. Das heißt, den werden wir noch nicht essen. Das Monsterfleisch, glaube ich, weiß ich nicht genau, ob man das essen kann, soll. Auf jeden Fall, ja. Gut, warte mal, für die Science Machine brauchen wir alles, was wir haben. Das setzen wir mal hier her. Direkt nehmen die hoffentlich. Geh weg da. Das gehört mir. Gut. Schauen wir mal, was können wir jetzt machen? Survival. Wir können Sachen, Prototypen. Ja genau, mit der Science Machine können wir jetzt verschiedene Prototypen machen, wenn wir verschiedenes Zeug haben. Das heißt, wir werden diese Nacht jetzt ein paar Sachen uns durchschauen. Kompass, Thermostone, Backpack. Ja, das ist gut, das machen wir. Wir machen uns einen Prototype Backpack. Juhu, wir haben einen Backpack, das ist gut. Da können wir nämlich Zeug reintun. Steine, Gold und Zeug. Was ist denn jetzt? Ich glaube, das bringt Gesundheit. Das werden wir noch schnell kochen. Okay, den Braten werden wir vielleicht auch kochen.
Gut, so, was können wir noch? Fight, was können wir da basteln? Oh, wir brauchen Rope. Okay. Hey, der Baum ist schon gewachsen, ist aber schnell gegangen. So, was können wir alles erforschen? Survival. Aus dem Backpack. Nichts mehr. Structures. Ich glaube so Sachen wie. Ah, da haben wir was. Was ist das? Hey, wollen wir? Das brauchen wir echt nicht. Sein. Chest. Chest wäre super. Dafür brauchen wir drei Bretter. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal Holz. Wood Wall. Ja, noch können wir nicht allzu viel machen. Was ist das? Cutstone. Und Rope. Ha, Rope ist gut. Irgendwas haben wir machen können mit Rope. Ich glaube eine Waffe. Wir können uns einen Speer bauen. Das ist gut. Wir bauen uns einen Speer. Das nächste Mal, wenn so ein Hund kommt, haben wir schon einen Speer für den Hund. Das hängen wir mal auf. Und kochen es. Wer weiß, wozu wir es brauchen. Vielleicht muss man irgendjemandem zum Essen geben. So, und jetzt holen wir uns mal ein bisschen Holz. Wir können jetzt um einiges mehr Zeug. Ein bisschen mehr Zeug aufnehmen mit dem Backpack. Auch nicht ewig viel. Okay. Wachst es aus. Gut, aber aus. Bauen wir uns eine neue. Ah, Werkzeug. Gleich kann ich auch irgendein neues bauen. Und zwar gar nicht einmal schlecht. Und zwar, wie heißt das Ding? Schaufel. Und mit der Schaufel können wir nämlich dieses ganze Zeug da rausholen. Aber nicht nur das Zeug, sondern auch diese Sachen. So. Weil die setzen wir jetzt. Das setzen wir alles rund um unser Dings. Da kann man auch die Gasbüschel mitnehmen. Ist das schön? Wahnsinn. Alles wird mitgenommen. Büsche sind vor allem Kohl. Oder wären Kohl. Also ich meine Büsche mit Beeren. Haben wir hier irgendwo Büsche mit Beeren? Da ist sicher irgendwo welche. Ja, da ist dieses Zeug. Ich will nicht so genau wissen, was es macht. Hallo, Bärenbüsche. Hey, da ist ein Teich. Das ist ja lustig. Den kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Bärenbüsche haben wir überhaupt relativ wenig gesehen bis jetzt, meiner Meinung nach. Es ist schon spät. Ich krieg Angst. Vielleicht sollten wir uns mal Fackeln machen, damit wir im schlimmsten Fall mit der Fackel weiterrennen können. Eine gute Frage. Fackel oder nicht Fackel? Gehen wir einfach weiter. Wird schon passen. Im schlimmsten Fall müssen wir uns halt noch eine basteln. Ja, hier geht es nicht weiter. Hey, das wollte ich. Ein Bärenbusch. Das ist gut. Wir wollen Bären. So. Da müssten wir eigentlich schon klappervoll zu Hause sein. Also, dem, was zu Hause noch am nächsten kommt. Meine Science Machine.
Ein Lagerfeuer. Hey, mit einem Kaninchenbraten. Hallo Kaninchenbraten. Noch mehr Kaninchenbraten. Sehr gut, sehr gut. Wir werden auch die siebte Nacht überleben, nehme ich mal an. Sehr seltsam, dass wir das tun werden, aber wir werden es tun. So. Außerdem da unten werden wir uns mehr Wald bauen. Nicht zu nah am Dings, nicht zu nah am Feuer. Hey, da ist ja auch noch ein Busch. Den bauen wir aus. Und dann stellen wir hier hin. Und hier hin. Den zweiten. So, dann das Gras. Das setzen wir direkt auf die untere Seite. Okay. Das ist Gras pflanzen. Ich mache das voll systematisch, wie ihr seht. So, dann machen wir da mal Feuer ein wenig. Feuer, Feuer, wo ist denn das Holz? Aber Feuer. Mehr Feuer. Das equippen wir mal. Und die Dinger kommen da her. Ich habe keine Angst vor der Finsternis, wirklich nicht, sage ich mal jetzt. So, wir brauchen Essen. Kochen. Essen. 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 Und mehr Essen. Getoastete Körner essen wir auch noch. Und wir kochen das Fleisch. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, was wir da schon noch sonst bauen können. Ha, wir können Boards bauen. Machen wir einen Prototyp. Und nochmal. Damit können wir nämlich, glaube ich, soweit ich mich entsinnen kann, die Chest basteln. Dann brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Chest, war das da? Sein, Haywall, Chest. Ah, drei Boards brauchen wir. Wir brauchen also mehr Holz, aber das kommt schon noch. Hm, nur das essen. Ah, okay. Das füllt den Magen, macht, ist aber ungesund. So, wir wollten schauen, ob wir das Nitrat zum Düngen verwenden können. Nö, schade. Das wäre natürlich cool gewesen. So, das sehen wir auch. Ja, was wollten wir machen? Genau, wir wollten mehr Bäume fällen. Wir brauchen mehr Boards für die Chest. Gut, sieben Nächte überstanden. Sieben Nächte überstanden. Und wir bereiten uns auf die achte vor. Wir nehmen alles Holz mit, was nur geht. Nichts hier zurückgelassen. Also zumindest Holz ist hier keine Mangelware in diesem Spiel.
So. Das wollte ich eigentlich nicht. Mehr Büsche wären noch schön. Und das wäre gut, wenn wir irgendwo Dünger auftreiben könnten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht wirklich ziemlich dämlich war, dass wir dort schon das Ding hingebaut haben. Na, da ist noch ein Busch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch irgendetwas mit diesen Bienen machen können. Oh, da sind noch Karotten. Gut, also meine Herrschaften, ich werde für heute aufhören. Mal schauen, ich habe jetzt an diesem Tag 3 Let's Plays hintereinander aufgenommen. Mal schauen, ob euch das gefällt. Ich bin kein besonders guter Spieler, was das betrifft, aber immerhin leben wir schon 7 Tage. Das ist ja nicht schlecht. Ich glaube, es gibt Leute, die schaffen es, mehrere Jahre zu überleben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Also dann, meine Herrschaften, gute Nacht, schlaft's gut und träumt was Schönes.